Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ich bin mal wieder hier angekommen bei dem vermeintlichen Drogenlabor. Und ja, da gehen wir jetzt natürlich auch gleich nochmal rein, bevor hier der Geier schon wieder daherkommt. Der kann mir gestohlen bleiben. Denn ja, beim letzten Mal habe ich mich ja nicht komplett umsehen können. Nachdem der Airdrop da ja auf einmal daher geflogen kam. So, was ich hier sehe, gefällt mir schon mal sehr gut. Viele Müllsäcke. Stellenweise ist da auch was Gutes drin. Nägel, okay. Da haben wir nichts. Da haben wir noch ein paar Samen. Beziehungsweise Pilzsporen. Könnten wir zu Hause Schwammerl anbauen. Hier gibt es nichts mehr. Gibt es hier noch irgendwas? Ui, ein Rucksack anscheinend, oder? Schaut doch ganz danach aus. Mal gucken, was drin ist. Okay. Ja, ich würde sagen, das hat sich auf alle Fälle schon mal gelohnt. Eine blaue Pistole. Perfekt. Sehr schön. Der erste blaue Gegenstand in dieser Staffel. Cool. Das freut mich jetzt, dass wir die gefunden haben. Sehr, sehr gut. So kann es weitergehen. So, was gibt's hier hinten noch? Ich sehe Zement und ich sehe viele Chemiesets. Wollen wir doch gleich mal. Eine Herausforderung. Dicht und dichter. Okay. So, was ist das? Was ist das? Customized Fittings Schematic. Okay, das braucht man anscheinend für Waffenmodifikationen. Hört sich gut an. Nehmen wir auf alle Fälle mit. Schwarzpulver ist nie verkehrt. Und was haben wir hier noch? Bunkerbuster Schematic. Ah, das ist eine Verstärkung für unsere Spitzhacke anscheinend. Cool, die nehmen wir auf alle Fälle auch noch mit. Sehr, sehr gut. Können wir die demnächst auch mal verstärken. Sofern ich natürlich die nötigen Dinge fürs Herstellen parat habe. Weil das Rezept alleine bringt uns ja so noch nicht wahnsinnig viel. Okay, die nehmen wir auf alle Fälle mit, die Patronenhülsen. So, hier ist noch ein Müllhaufen. Pokal nehmen wir mit. Was gibt's hier noch? Okay, hier gibt's nix. Da gibt's noch so ein Chemieset. Kohle und noch mehr Zement. So, kann es sein, dass der Boden hier gleich nachgibt? Frage geklärt. Nix wie rüber. Weil ein gebrochenes Bein kann ich jetzt mal so überhaupt gar nicht gebrauchen. Das wäre nicht so toll. So, Papier. Und was haben wir hier noch im Badezimmer? Sehr gut. Ein Verbandskasten. Bisschen was zu trinken. Das nehmen wir auch mal mit. Und da gibt es nichts mehr. Okay. Ich würde sagen, wir sind hier durch. Sehr schön. Auf zum nächsten Gebäude. Ist nur die Frage, welches gucken wir uns an? Vielleicht gleich mal das Gelbe hier vorne, oder? Das schaut irgendwie interessant aus. Das hat irgendwie was. So, ist nur die Frage, wo wir reingehen. Durch die Vordertür? Ach komm, das machen wir jetzt einfach. Bevor ich hier lange einen alternativen Eingang suche, sind wir da schon längst durch die Tür gegangen. Guten Tag. So, wie viele sind hier? Okay. Oh, ein paar. Und das ist mal wieder eine von der ganz speziellen Sorte. Na komm her. Ich mach dich kalt. Gleich gibt's Zombie-Schnitzel.
So, perfekt. Oh, keine Ausdauer mehr. Dann jetzt erstmal zur Armbrust wechseln und weiter geht's. Ja, okay, hier ist gerade einer stiften gegangen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, da ist er. Da ist er. Na, will nicht sterben anscheinend. Aber jetzt. Okay, von wo kommt es? Ah ja, von da. Ja, da treffe ich sie jetzt blöderweise nicht gescheit. Dann machen wir es halt so. Ui, kommt noch jemand. Ah, ich stehe auf dem Stuhl. Deswegen geht es hier nicht weiter voran. Dachte mir schon, irgendwas blockiert mich da. Na komm. Gib auf. Ah, nee, nee. Das ist nicht gut. Machen wir es also. Auf die sichere Variante. So, sehr schön. Fürs Erste können wir uns mal ein bisschen umsehen. Hier gibt's was. Hier gibt's was zu holen. Ein Jagdgewehr. Sehr schön. Sehr schön. So, hier vielleicht im Badezimmer noch irgendwas Gutes. Dreckiges Wasser ist nicht verkehrt. Liegt da jemand? Das ist ja widerlich. Okay. Ja, interessant. Was finden wir da jetzt? Knochen und verrottetes Fleisch. Pfui Teufel. Schnell weiter. Gut, dass mein Charakter keinen Hunger hat. Beziehungsweise keinen vollen Magen, sonst hätte er wahrscheinlich gleich hier reingekotzt. In die Badewanne. Kein schöner Anblick. So, gibt's hier vielleicht sonst noch irgendwo Zombies? Bevor ich mich da großartig weiter umsehe, will ich erstmal auf Nummer sicher gehen. Ui, von oben anscheinend. Von oben wollen sie wieder durchbrechen, oder? Kann es sein? Habe ich irgendeinen Raum übersehen? Hier oben? Nee. Wo kommt dann das Geräusch hierher? Ah, von da! Von da kommt das Geräusch. Okay, hätten wir das auch geklärt. Machen sie wieder Turnübungen, die Zombies. So, einer tot. Und der ist gleich der nächste. Wunderbar. Wunderbar. So, mal gucken, was es hier Schönes gibt. Klebeband. Eine Mikrowelle. Ist noch Wasser drin gewesen. Bisschen was zu essen. Nur das Problem ist, ich bringe nichts mehr unter. Nun gut, aber dann essen wir jetzt gleich was. Das können wir noch zerlegen und dann habe ich ja sowieso wieder ein bisschen Platz. Okay, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Das ging schneller als erwartet. Nehmen wir auch mal alles mit. Stofffetzen und Federn. Gut, brauche ich jetzt eigentlich nicht.
Zumindest nicht gleich. So, dann ab nach unten. Von wo sind die eigentlich gekommen? Von da. Eine Art Geheimgang, oder? Kann es sein? Ah nee, nicht mal. Nicht mal. Hat nur so ausgesehen. Was ist denn das hier? Ui, ein Zombie. So viel steht schon mal fest. Das ist ein Zombie. Auf alle Fälle gibt es hier Zement. Und das stimmt mich schon mal positiv. Der Basisbau kann weitergehen demnächst. Ui, und seht ihr, was ich sehe? Da hinten ist eine spezielle Kiste. Und sogar noch eine Waffenkiste. Ah nee, jetzt kenne ich mich aus. Da waren wir schon mal. Da waren wir schon mal drinnen. Und dann habe ich hier die Zombies gehört. Das war relativ zu Beginn dieser Staffel. Und ja, dann habe ich mich doch schleunigst aus dem Staub gemacht. Weil ich ein Feigling bin. Warum habe ich mich aus dem Staub gemacht? Schade, aber gut. Vielleicht finden wir sonst noch irgendwas Gutes. An und für sich ist der ganze Zement ja schon mal ein Gewinn. So, das braucht man nimmer, das braucht man nimmer. Muss ja mal ein bisschen was zerlegen, um wieder ein bisschen Platz zu schaffen. So, Holz können wir auch wegwerfen. Vier Plätze. Vier Plätze habe ich noch. Noch mehr Pflastersteine. Und eine Shotgun. So, die nehmen wir auf alle Fälle mit. Coins. Coins, Coins, Coins. Gut, bringen wir auch noch unter. Irgendwie. Irgendwie geht das schon. Oh, guten Tag. Wunderbar, Level 33. Sehr schön. So, gibt's hier noch was? Auf den ersten Blick nur Zement. Aber auch der ist gerne gesehen. Okay. Und noch ein Zombie. Mal wieder. Ui, cool. Das war so ein Heimkino, oder wie? Das hat natürlich auch was. Sehr schön. Schick, schick. So, gibt's hier noch irgendwas? Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Ich habe ja gehört, dass hinter diesen Bildern anscheinend stellenweise auch ein Safe versteckt sein soll. Heute war es leider nicht der Fall, aber naja, man kann ja nicht immer gewinnen. Vielleicht beim nächsten Mal. So, in der Waschmaschine. Stofffetzen natürlich mal wieder drin. Und eine Fliegerbrille. Oh Mann, was tun? So, Knochen brauchen wir nicht. Das Fleisch kann ich eigentlich auch wegwerfen. Machen wir es mal so. Gut. Okay, sehr schön. Wunderbar. So, jetzt bin ich nur neugierig, ob ich diese Lampe hier auch zerlegen kann. Weil ich brauche ja unbedingt Mechanical Parts. Mechanical Parts sind wichtig und daher schauen wir mal, ob ich da welche bekommen kann. Vielleicht sind es auch nur Electronic Parts, die ich da bekomme. Oder auch gar nichts. Kann natürlich auch sein.
Bisher sehe ich nur Eisenerz. Ach, was sage ich? Eisenerz. Normales Eisen meine ich. Ah ja, Electrical Parts sind's, die wir da bekommen. Gut, Electrical Parts, dann machen wir es mal so. Benutzen wir mal eben die Vitamine. Sehr schön. Gab es sonst noch irgendwas? Ah, den Lautsprecher hier. Der könnte vielleicht auch was abwerfen. 2500. Okay, ich glaube, da bekomme ich nichts. Ne, schaut nicht danach aus. Aber nun gut. Was soll's. So, jetzt waren wir hier oben eigentlich so gut wie fertig. Das haben wir alles durchsucht. Hier haben wir uns in der Küche auch schon ein bisschen umgesehen. Hier hinten waren wir aber noch nicht. In der kleinen Abstellkammer. Da oben. Okay, gibt's nix. Da haben wir auch nix. Da haben wir uns auch schon umgesehen. Gut, die alten Stühle könnte ich noch mitnehmen. Und da geht's direkt drauf. Da sind jetzt wahrscheinlich auch noch Zombies, oder? Ja. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Aber gut, lieber werden sie jetzt wach. Ich muss hier raus. Bevor sie dann in der Nacht hier zu rennen anfangen. Weil das könnte ich mal gar nicht gebrauchen. Einer tot. Oh Mann, wie viele kommen denn da noch? Sehr schön, der liegt schon mal. Alle mal ein bisschen anschwächen. Dann können wir sie vielleicht nachher mit dem Messer erledigen. Könnte ich eigentlich gleich mal ein paar hier umnieten. Wunderbar. Nee, noch nicht. Zum Sterben bereit, dieser Zombie. Aber jetzt. Wunderbar. Perfekt. Sehr schön. So, bleiben noch die beiden hier. Was für eine Sauerei. Oh, ich bin gelähmt. Das machst du nicht mit mir. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch gleich mal rein, oder? Was es oben zu holen gibt. Schade. Die beiden Armbrustbolzen sind noch despawned. Alles zombiefrei. Ja, schaut gut aus. Schaut gut aus. Hier geht's rauf in den Speicher. Was ist denn das für eine coole Bude? So, ich brauch ein bisschen Licht. Ich brauch ein bisschen Licht. Oh, okay. Zombies, mal wieder. Hier noch kurz gucken. Okay, hier gibt's nix. Eh, nicht alles zerlegen. Ich will da wieder rauf. Ja, ihr seid mir ja lustig. Auf damit. Na, super. Das habt ihr ja ganz toll hinbekommen. Lass mal den hier mal ein bisschen brennen. Und ich hänge mal wieder am Türrahmen fest. Irgendwann verrecke ich deswegen noch. Das sehe ich schon kommen. Oh Mann, oh Mann. Nein, gehst du weg, gehst du weg. So, zwei tot, einen noch ausstehend.
Sehr schön. So, ich hoffe, das waren jetzt alle, denn in 5 Minuten geht's wieder los mit den Zombies. Da fangen sie wieder zu rennen an. So, und wie komme ich jetzt da hier rauf? Frames. Frames brauche ich. 2 Stück habe ich. Na, nicht viel, aber gut. Keine Sorge, es wird gleich wieder hell. Wunderbar. Ich glaube, das hier wird unser Nachtquartier. Ich gehe mal besser auf die andere Seite, bevor wir hier ungebetenen Besuch bekommen. Ja, und damit sage ich auch schon wieder vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.